Die Bundesregierung ist mit ihrer Geduld gegenüber der Türkei am Ende. Angesichts der zahlreichen Konflikte kündigt Außenminister Sigmar Gabriel eine Neuausrichtung der Politik gegenüber Ankara an. Wir können nicht so weitermachen wie bisher. Wir müssen klarer als bisher sein, damit die Verantwortlichen in Ankara begreifen, dass eine solche Politik nicht folgenlos ist. Am Dienstag war gegen den deutschen Menschenrechtler Peter Steutner in Istanbul Untersuchungshaft verhängt worden, wegen des Vorwurfs der Terrorunterstützung. Zuvor hatte unter anderem die Inhaftierung des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel schwere Konflikte zwischen Berlin und Ankara provoziert. Der Fall Peter Steutner zeigt, dass deutsche Staatsbürger in der Türkei vor willkürlichen Verhaftungen nicht mehr sicher sind. Wir können daher gar nicht anders, weil wir dem Schutz der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes verantwortet sind. Wir können also gar nicht anders, als unsere Reise- und Sicherheitshinweise in die Türkei anzupassen. Gabriel zieht auch die Vergabe von staatlichen Bürgschaften bei Investitionen von deutschen Unternehmen in der Türkei sowie die Vorbeitrittshilfen der EU in Zweifel. Wir müssen also darüber reden, wie wir unseren Hermes-Bürgschaftsrahmen entwickeln, wie wir mit Investitionskrediten und Wirtschaftshilfe umgehen. Meine Damen und Herren, das betrifft zweitens natürlich auch die Frage, wie gehen wir in Europa mit den Vorbeitrittshilfen der Türkei um. Auch darüber werden wir in den nächsten Tagen und Wochen mit unseren europäischen Kollegen sprechen müssen. Die Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan, fordert Gabriel, müsse zu europäischen Werten zurückkehren.